Bevor die letzte Lackschicht nun aufgetragen wird, ich denke mal, das wird die letzte sein, werden noch so gewisse kleine Unebenheiten in den Wicklungen entfernt. Und dann kommt die letzte abschließende Lackschicht drauf. Ja, und morgen dürfte dann die Route eigentlich fertig sein zum Versand, sodass der Jakob schon am Wochenende wohl werfen kann damit. Okay, so, das haben wir jetzt mal. Gut. So, die Ruten, die drehen nun hier in der Trockenkammer. Hier das Handteil. Hier das Mittelteil. Hier. Und da unten die Spitze. Na wunderbar. So, jetzt ist schon Nachmittag heute und heute kann ich die Rute leider nicht mehr werfen, aber morgen werde ich auf jeden Fall, wenn das Wetter einigermaßen passt, bevor ich sie dann einpacke und wegschicke, mal mit der Rute ein paar Würfe draußen machen. Das lasse ich mir mal nicht nehmen und ich hoffe, das Wetter passt. Okay, das war's dann für heute und ja, morgen wie gesagt, der letzte Teil des Videos auf der Wiese. Also, tschüss!